Ja, damit herzlich willkommen zurück zu The Devil in Me. Und wir sind ja noch auf der Suche gewesen nach dem Code. Und ich habe da gerade einen Hinweis gesehen. Kate kann ihren Stift nutzen, um herauszufinden, was auf dem ausgerissenen Papier geschrieben stand. Ich weiß nicht, ob das bei der letzten Episode auch schon angezeigt worden ist. Aber mir ist es erst jetzt aufgefallen. Und bei dem ersten Zettel hier, da war ja was abgerissen. Hier. Und das heißt, wir machen das doch mit dem Stift mal. ...1999. Hey, ich war mit 1995 gar nicht mehr so weit weg. Okay. Ja, dann machen wir mal auf. Schauen, was uns da erwartet. Aber das garantiert wieder so Animatronik. Okay. Eins. Neun. Neun. Machen wir die neun. Nice! Taschenlampe. Ja, will ich das wirklich wegmachen? Was zum Fick? Wow! Oh mein Gott! What the fuck? Der hat einen Animatronic aus einer Leiche gemacht. Holt er jetzt die Leiche raus? Nein! Er hat es überlebt! Alter! Ich dachte, der verbrennt da unten an der Hitze. Ja, krass. Okay. Aber ist er jetzt nicht nur in der... Nee. Okay. Ich habe so das dumpfe Gefühl, dass wir dann gleich wieder in eine Chase-Szene reingehen. Okay. Ich bin schon mal kein Fan von der Musik. Manchmal würde ich die Musik einfach gerne ausmachen. Oh, ich kann es schieben. Puls ist schon wieder auf 180. Ist das so eine richtige Wahl, falsche Wahl-Ding? Ah, da ist sowieso zu. Strom wäre nicht schlecht. Ah, da oben. ...50% Chance, dass wenn ich das jetzt umlege, dass wir Besuch kriegen. Ach, was soll's. Na geht doch. Bitte! Bitte! Ich tue alles! Oh, das war eine Animatronic, die wir da aufgespießt haben. Hallo!
fähig. Ich bin dabei. Verdammte Scheiße. Bitte. Will ich das drücken? Ich nehme mal ganz rechts. Nein! Bitte! Lass sie in Ruhe! Das ist so krank, echt. Sie haben keinem weh getan. Lass sie in Ruhe. Wir tun, was du willst. Okay, und einmal ganz links. Bitte! Bitte! Ich tue alles! Okay, lass mal das jetzt mal. So, und jetzt, wo wir Strom haben, kommen wir jetzt hier raus. Nein, natürlich nicht. Sonst irgendwas. Okay. Einmal eine Aufzeichnung vom Körper von innen. Ganz normal, sowas im Keller stehen zu haben. Da ist noch was. Da blinken gerade zwei Sachen. Ja, drücken wir mal. Und auf der anderen Seite noch. Warning! Automatic Waste Disposal Unit. Man soll da nicht reingehen, weil tödlich. Remember the switch off and lookout. Stay clear of the moving belt. Ja, können wir es nicht einfach wieder ausschalten? Nein, natürlich nicht. Scheiße. Wenn ich das jetzt verkacke. Ein Moment. Controller, da ist X, A, B, Y, X, A, B, Y. Ich probier's. Scheiße, bitte verkack's nicht. Scheiße, verdammt! Fuck, 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 fuck! Geh da schnell weg! Nein! Ja. Nein! Wow, fuck, grad noch so! Ja! Nein! Bitte, du verdammter Mistkerl! Nein! Moment einmal. Kann ich das... Ich kann das vermutlich nicht nochmal neu starten. Fortzusammeln, korrekte Einstellungen. Scheiße. Ich gehe nochmal zurück zum Hauptmenü. Ich schaue, ob ich das irgendwie nochmal durchstarten kann. Zurück zum Hauptmenü. Nein, scheiße. Ich habe das Quicktime-Event verkackt. Ich hätte nicht mit Controller spielen sollen. Okay, nochmal. Spiele allein. Story. Oh, Szenenauswahl. Moment mal. Das wäre Müllbeseitigung, oder? Auswählen. Möchtest du die aktuelle Speicherdaten überschreiben oder neu erstellen? Überschreiben? Warte mal. Wie sagt man neuer Platz? I guess. Okay. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen cheaten, aber ich bin mit Controller nicht so gut.
Moment, das jetzt nochmal. Ich glaube, ich muss erst schauen, wo hier was ist. Weil der Tod wäre jetzt vermeidbar gewesen. Und gerade zweimal verkackt. Muss man echt merken, wo welcher Knopf ist. X. Okay, das machen wir jetzt aber in schnell. So, einmal retour. Komm. Geh rein. So, schnell ist Strom anmachen hier. Fühlt sich an wie ein Speedrun jetzt. Und runter mit dir. Hm? Na geht doch. Bitte! Bitte! Ich tue alles! Ja, dich kennen wir schon, mit dir reden wir nicht nochmal. Schalten die Todesmaschine wieder ein. So, nochmal. Also wenn es jetzt verkackt, dann spiele ich halt so weiter. Also, X, A, B, Y. X, A, B, Y. Probieren wir es. Bloß nicht falsch drücken. Scheiße, was hab ich sonst gemacht? Nein, ich hab gedacht, es kommt X. Ich darf das zweite Mal nicht falsch machen jetzt. Komm, geh da schnell weg. Oh nein, bitte nicht. Ach Mann. Bitte nicht noch ein Quicktime. Okay, jetzt nur noch die Leiter hoch. Komm, das schaffst du. Oder auch nicht. Fuck, das war jetzt gerade. Shit! Das war jetzt gerade Anspannung. Ah, geh weg da. Wie wär's mit weg? Oh! Ich bin's. Hier rein. Jamie? Oh. Gott sei Dank. Was zur Hölle ist das? Auch schön, dich zu sehen, Kate. Du lebst noch. Hör mal. Ich habe was Neues herausgefunden. Was? Der Kerl auf der Fähre.
Das war nicht Dumet. Das war Joseph Morello. Verfasser von True Crimes. Hab eins seiner Bücher entdeckt. Was hat er mit all dem zu tun? Keine Ahnung. In einem der Schlafzimmer, da war eine Leiche. Eine Frau. Sie wurde enthauptet. Das war Joseph Morellos Frau. Hab ein Foto von ihr gesehen. Ihr Name war Michelle. Wir sind also nicht die ersten Opfer. Hast du Mark gesehen? Nein. Ich hab Dumet gesehen. Er schleicht herum. Scheiße. What the fuck? Was ist das hier alles? Er hat Videoübertragung, Aufnahmegeräte, ein Mischpult für unzählige Mikros. Er sieht einfach alles. Nicht nur das. Hier kommen Leitungen zusammen, Schalter, Hydraulik, Strom, alles. Wie ein Nervenzentrum. Für das ganze Gebäude. Das ist ein Regieraum. Vielleicht finden wir damit einen Weg hier raus. Sucht was, womit wir die Außentür öffnen können. Das ist alles verbunden. So spuckt er durch das Haus. Wow, wie wahnsinnig muss man sein, dass man sich sowas einfallen lässt. Aber andererseits auch echt klug. Auch wenn es wahnsinnig ist. Das hier ist High-End-Gear. Ich meine, ich weiß, er ist reich, aber von hier aus könnte man eine Rakete starten. Oh, Moment mal. Charlie wird sagen, hat er uns gesehen, dass wir überlebt haben? Dass er eine Maske trägt, um das, was er tut, einer anderen Person unterzuschieben. Take a look at this. Schon wieder Englisch. Was ist das? Wir haben ihn sterben sehen. Das war ein Trick? Es gab keinen Hausmeister. Warum sollte er das tun? Psychospiele. Um uns für seinen Spaß in Stimmung zu bringen. Nice. Naja, wie man sieht. Und was glaubst du? Es ist ein Fehler, ihn als Irre abzutun. Er weiß ganz genau, was er da tut. Kannst du mal weitergehen? Danke. Ja. Nur tickt er anders als der Rest von uns. Was ist der Unterschied? Irre heißt irgendwie außer Kontrolle. Seht euch doch um. Methodisch, alles. Das ist nicht irre. Nein. Er beobachtet uns seit unserer Ankunft. Mark wurde zuletzt im Keller gesehen. Okay. Er trägt die Maske einfach als Teil der Vorstellung. Kann höchstens sein, dass er sich bei was unsicher ist und dass sie ihm Selbstvertrauen gibt. Unsicher? Wie? Kein Selbstvertrauen? Fühlt er sich auf Partys nicht wohl? Hat ihn seine Mami nicht genug umarmt? Schlechte Erziehung kann durchaus ein Faktor sein. Hier ist die Polizei! Mr. Mandel, hier ist die Polizei! Können Sie bitte die Tür öffnen? Mr. Mandel, ich bin Officer Stanley von der Polizei Chicago. Hören Sie mich? Agent Mandel! Fuck! Fuck! Zentrale, hier spricht Officer Stanley. Ich brauche Unterstützung in die West 50th Street. Bitte um Verstärkung. Ich bin in Agent Mandels Wohnung. Hier ist überall Blut und eine Leiche. Ich brauche sofort Verstärkung. Ich glaube... Okay. Keine weiteren Fragen. Nein, eigentlich habe ich viele Fragen. Siehst du unsere Unterlagen nicht? Ich kümmere mich um das Licht. Okay, was haben wir hier? Bestimmt ist er ein typisches Beispiel. Miese Kindheit, unkontrollierte Wut. Als Erwachsener ist er entweder ein Erfolgsmensch oder ein Sonderling. Nichts dazwischen. Okay, betroffen meine Bestellung. Nummer habe ich tot. Von Amber Harris. Er will eine Machtposition haben. Vor allem über Frauen. Nur warum? Ich will warum was vorlesen. Wir? Abgesehen von der ungesunden Obsession mit H.H. Holmes. Er kopiert ihn.
Ganz klar, er identifiziert sich mit Holmes. Okay. Danke, Brandon. Ich habe unseren Hersteller angewiesen, weiterzumachen. Wie hat er das alles gebaut? Weiterzumachen. Wir werden sie wieder versprochen. Können wir mit dem Zeug hier rauskommen? Vielleicht können wir die Fenster im Foyer öffnen. Also, ich habe schon mal gelesen. Ich scroll mal kurz runter. Also, den ersten Teil. Guten Morgen, Emma. Vielen Dank für Ihre Antwort. Die mich beruhigt hat. Ja, die Kosten sind völlig in Ordnung. Bitte weitermachen. Erinnerung, das sollte vertraulich bleiben. Guten Morgen, Ben. Ich kann Ihnen versichern, dass alles unsere maßgefertigten Masken sehr robust sind. Sie werden oft bei langen Theaterproduktionen und intensiven Action-Szenen eingesetzt. Das Material für Ihre Maske ist ein kunstharzbeschichtetes Holz, das eine erhöhte Festigkeit aufweist und sehr langlebig ist. Gesamtkosten würden sich auf $1,800 ohne Steuern belaufen. Für eine Maske. Lassen Sie mich wissen, was für Sie in Ordnung ist, damit wir unsere Produktion, also mit der Herstellung der Produktion fortfahren können. Alter, wer gibt denn so viel für eine Maske aus? Das würde ich hier für einen kompletten Fursuit ausgeben. Okay, ich denke mal, hier haben wir alles gesehen. Gehen wir mal da lang. Bestimmt eine Frage der Zeit, bis er hier drin wieder auftaucht. Gehen wir da lang. So viel Technik. Das nur, um Leute zu killen und ein paar Wände zu verschieben. Was sieht man da? Ah, die Gänge. Oh. Tonbandgerät. Was ist das? Okay. Wir bitten Sie also, die Aufnahmen mit sofortiger Wirkung einzustellen. Rufen Sie bei Diskussionsbedarf gerne an. Danke. Es ist so komplett aus dem Kontext raus. Aber okay. So, was haben wir hier denn Schönes? Blaupause. Und ein Arduino oder sowas in der Art? Drücken wir mal X. Oh, da sieht man das mit den bewegenden Wänden da oben. Over here. Oi, die Sprachausgabe, ganz ehrlich. Das hier. Damit bewegt er Wände und macht seine Tricks. Nichts in diesem Drecksloch ist echt. Er kontrolliert alles von hier aus. Das ist eine Mordfabrik. Ja. Wir sollten das gegen ihn verwenden. Mark finden. Nicht Dumettes Spiel spielen. Wäre er eingesperrt, könnten wir Mark suchen, ohne ständig über die Schulter schauen zu müssen. Jamie hat recht. Oh, da ist er ja. Okay, so. Er ist hier drin, ja? Wir bringen ihn dazu, den Flur lang zu gehen. Und wir schließen vor und hinter ihm die Wände. Dann kann er nicht mehr raus. Steckt fest. Und wie bringen wir ihn dazu, den Flur lang zu gehen? Jemand von uns muss... Köder sein. Nein, keine Chance. Das ist zu riskant, Jamie. Ihn rumlaufen zu lassen auch. Das ist sogar noch gefährlicher. Komm schon. Nein, nein, nein. Wenn das nicht klappt, stirbt jemand von uns. Ja, extrem begeistert bin ich nicht. Aber ich will mich nicht vor jeder Ecke fragen, was dahinter lauert. Hier gibt es keine zweiten Chancen. Wer ist der Köder? Das ist mein Plan. Ich bin der Köder. Jamie, nein! Es muss anders gehen. Du musst das nicht tun. Eine von uns muss. Wenn du meinst. Aber wenn du glaubst, es wird nicht klappen, hau verdammt nochmal ab. Einverstanden. Wir könnten den Schraubenzieher brauchen. Er kommt einer Waffe noch am nächsten. Hier, nimm ihn. Wenn dich Dumett angreift, mach ihn kalt. Eigentlich wollte ich, dass Jamie behält. Ich dachte, das sage ich aus ihrer Perspektive. Bitte komm wieder. Das ist der Plan.
Das ist eine ganz schlechte Idee, was ihr da jetzt macht. Nicht sentimental werden. Gehen wir es an. Halt dich an den Plan. Natürlich. Wie kommen wir hier raus? Der zweite Stock ist noch nicht fertig. Halt dich bereit. Du musst es genau timen, damit du ihn erwischst, nicht mich. Sei vorsichtig. Okay. Bin ich. Sei vorsichtig. Dümmet wäre nicht froh, mir zu begegnen. Bitte. Nimm das bitte ernst, ja? Sag mir, du passt auf, dass ich dich wiedersehe. Aaron, versprochen. Wir sehen uns wieder. Gut, weil ich nämlich glaube, dass ich dich liebe. Was? Oder sowas. Ich meine... Tja, jetzt muss ich zurückkommen. Küsschen? Oh, nicht mal Küsschen. Okay. Jetzt oder nie? Okay. Liebe Leute, ich muss mal ganz kurz eine Mini-Schnittpause machen. Geht für euch gerade direkt weiter. Meine Hände sind total verschwitzt. Ich muss die mal schnell trocken machen. Bis gleich. Okay, und schon bin ich wieder da. Der Puls ist auch ein bisschen weiter unten. Wobei, ich glaube, das wird nicht lange so bleiben, nachdem wir jetzt hier Köder spielen müssen. Wie läuft denn das jetzt? Taucht er dann einfach auf und wir müssen dann wegrennen? Die Halle runter. Rechts halten. Gibt's hier dann eigentlich wieder Secrets? Was auf der Karte? Ja, das ist schon mal ein schlechtes Omen. Ja, sonst sieht auch so aus nach einer Wand, die sich bewegen könnte. Hier gibt es noch viel zu tun. Okay. Oh, wow, wow, fuck. Arschloch. Wow. Musste das jetzt sein? Hä, was? Kontrolle neu anschließen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ist die Batterie jetzt am Leerwerden? Mehr Räume geplant. Jetzt bin ich gerade im Überlegen. Soll ich mal schnell die Batterie tauschen? Okay, also nur zur Sicherheit. Ich werde mal ganz kurz die Batterie tauschen, gleich wieder da. Okay, schon wieder da mit frischen Batterien. Jetzt sollte eigentlich nichts mehr passieren. Zumindest für die nächste Zeit nicht. Was haben wir hier? Ah, ist er da gerade durchgegangen? Wow! Arschloch! Ah, ich hasse das Spiel. Du liebst du gleich noch. Horrorspiele. Und ich werde einfach nie eins werden. Ja, gehen wir erstmal hier lang. Oh, das. Ah, Vorsehung. Oh. Steckt er ihn in eine Gaskammer rein oder wie? Das heißt, er lebt zu dem jetzigen Zeitpunkt noch. Geht's jetzt gleich los, wenn ich da reingehe?
Oh, das ist der Raum, in dem wir schon mal gewesen sind. Bitte steh mir bei, bitte, 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 bitte. Oh, die Puppen sind weg. Mist! Oh. Jetzt geht's los. Fuck. Scheiße, Quicktime schon wieder. Ich hasse es. Wegrennen. Wegrennen. Ja, jetzt. Schließ sie! Schließ sie, verdammt! Nein, nein, noch nicht! Fuck. Oh, fuck, wir haben es geschafft. Oh, Gott sei Dank. Oh, okay, und jetzt? Oder? Ja, es war so klar. Fuck. Warum bist du jetzt ins Menü reingegangen? Jamie! Lauf, verdammt! Jetzt sind wir am Arsch. Shit. Oh Gott. Fuck. Oh mein Gott. Ja, toll. Jetzt ist er wieder an der Macht. Das war eine schlechte Entscheidung. Jamie! Ja, geil. Jamie. Die nächste Falle. Stopp! Scheiße! Was ist das? Ein Knopf? Mit einem Umkehrsymbol. Was macht er? Mist, oh, nein! Geil! Weg da! Weg! Jamie! Kate? Ich glaube, wenn ich das drücke, ändert die Wand die Richtung. In meine Richtung, meinst du? Ja, das wird mich töten, wenn ich nichts tue. Warte! Ich weiß, und wenn ich ihn drücke, dann wirst du sterben. Aber sie hat einen Schraubendreher. Verdammte Matt! Was genau damit, das will er irgendwie haben. Er will, dass wir uns entscheiden, wer von uns beiden sterben wird. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Mir leid, ich muss. Tut mir leid. Ich meine, mach den Schraubenzieher gegen die Wand, damit das Glas bricht. Ist nicht deine Schuld, verstehst du? Geh! Ich will nicht, dass du zusiehst! Ich lass dich nicht allein sterben! Jamie, ich will nicht sterben! Nicht so, bitte, nicht so, bitte! Kate! Hey.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.